Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia 2. In der letzten Folge haben wir Elvins Geschichte Nummer 5 abgeschlossen, wo eigentlich nicht viel passiert ist, außer dass wir eine Barbat getrunken haben. Und ja, jetzt machen wir die letzte Charaktermission, die wir gerade noch haben, und das müsste eigentlich die von Rowan sein, weil den hat man noch nicht. Werden wir ja sehen. Und Rowan. Okay. Alles klar. Was müssen wir hier machen? Rowan, Kapitel 4. Zum Rand der Ewigkeit und zurück. Ah, Luga. Did you know the city of Drellin is famous for its spirits? Not the kind that interests you, mind you. Drellin spirits are the liquid variety. With all we've been through, I believe we could use a drink. Shall we wet our whistles? Was, schon wieder trinken? Ich habe erst letzte Folge was getrunken. Ich glaube, ich immer noch nicht erinnern, was da passiert ist. Klar, oder auch zwei oder drei. klar, oder zwei oder drei oder vier oder sechs. That's the spirit. Come. Let me show you how to appreciate the finer things. Warum wollen denn jetzt alle was trinken gehen? Oh, Lady Mila and Lady Elise. Is anything the matter? No, nothing. Elise and I are just out for a stroll. Yep, stretching my legs. What are you two up to? Luga and I were just about to indulge in some of Drellin's local delicacies. Sounds intriguing. Und betrunken werden. Drellin is famous for, seafood and spirits, right? I want to see food too. Why not accompany us? We would never turn down such beautiful company. Flattery will get you everywhere. Sure, I'm in. Did you mean just Mila? I meant all three of you. Two beautiful ladies and one beautiful plush doll thing. Oh, Rowan, you're embarrassing me. Pardon me. Sure seems like the same old Rowan to me. That letter must have been a misunderstanding. Forgive me, everyone. I'm afraid some urgent business has come up. Und jetzt nicht. Emergency meeting of the military commanders. We've received threats of terrorism from an extremist group that opposes peace between the nations. You're a busy man. Too busy to find the time to complain about it. But it's all for the future of our two nations. Luga, I want you to have this. Was? Hey! Luga, ich möchte euch das hier geben. Ich habe gerade den Stecker, den Akkustecker reingesteckt. Vom Controller. Zip, draußen. Drinnen. Ja. Nein. Okay. Luca, ich möchte euch das hier geben. Wollt ihr mir etwa dafür entschädigen, dass ihr unsere Kneipentour ablasst? Was? Nein, was ist das? Think of it as a good luck charm. It would mean a lot to me if you kept it. It completes a set with my own charm. So was wie ein Turteltäubchen oder was? I'll make this up to you. Ron. He's fully devoting himself to fulfilling his mission. Yeah, he doesn't seem like he'd need a will anytime soon. True. Well, there's no use worrying about it now. Let's eat. Ja, anstatt ihm zu helfen, essen wir es was. My fish was so fresh, it was practically still wriggling. I'll sample Drellin's other claim to fame when Rowan gets back. Wenn er zurückkommt. This is Vera. There's been an abduction. An extremist group has just claimed responsibility. The victim is Risa Maxian Prime Minister Rowan Ilbert. What? Chancellor Marcia has requested Spirius's assistance in the rescue operation. Please return to headquarters ASAP for a full briefing. Something wrong? Wow, das Übliche. They kidnapped Rowan! That threat he mentioned earlier. It must have been bait to lure him into a trap. We gotta save the old guy. Luger, we're coming with you. Alles klar.
These heavily populated areas certainly have a different feel to them. Steuern wir gar nicht Rowan, was zum... So, wer ist denn jetzt noch wenig hier? Oh, Rowan ist auch weg. Verdammt! Elvin hat immer noch für wenig. Ja, okay, dann bleibt drin, Elvin. You can just feel the energy in the air. Resonanzstein. Eine Katze zu Gleit für Rowan. I can't believe that a man of Rowan's stature could be kidnapped. Poor Rowan. I hope they haven't hurt him. What if they're strapping him onto the torture rack right this moment? You can't say things like that. Nur leider bei den Gedanken musste ich gerade lachen. Es wird alles wieder gut werden. Nett ja uns. Wort haben Macht. Pass auf, was du sagst. Was? Nein. Thanks, Luger. And let's remember, this is Rowan we're talking about. I'd be more worried for his captors than for him. Yeah, I guess you're right. Irgendwie schon. Sorry, Tipo. No problem. I feel you, sister. Regardless, there's one thing we know for sure. Standing here worrying about Rowan isn't going to get us any closer to saving him. That's vielleicht ein bisschen. We need to go find him. We can do this, everyone. You're right. Roger, Dodger. That's more like it. Na klar. Spyros. Warte mal, ich habe ein Dings. Resonanzstein bekommen. Was ist das? Ein mysteriöser Stein. Ach so, den wir von Rowan bekommen haben. Anscheinend hat Rowan auch einen, ja. Eine Seite davon, ne? Nehme ich an. Der Tintenfisch. Spyros AG. Ja. Na gut. Hallo Angestellten. Ich bin euer Boss, schon vergessen. Da, da war es. Wer ist das hier? 10, ne? Keine Ahnung, stand da nicht. Items habe ich, glaube ich, noch. Was? Hey. So, muss ich da? Weiß ich nicht. Nee. Hä? Was? Nein. Hä? Wie komme ich jetzt zum höheren Stock? Okay. Kann ich mal die höheren Stockwerke benutzen? Prime Minister Ilbert has been kidnapped by an extremist group that espouses Olympian domination. Olympian domination? I take it they oppose the peace treaty. Yes, the Olympian government has been sent a list of their demands. The Olympian government? Why would they care about Rowan? The Prime Minister is a key player in the peace process. He's crucial to Olympias. They certainly understand that. They intend to use him as a bargaining chip. That's horrible! They also hacked into our telecommunication system and broadcast this message. Keep Olympias separate. It is a sacred land for its chosen people. We will not have it befouled by a friendship with Risa Maxia. Risa Maxia's inhabitants are our fuel. Its land, nothing more than a penal colony for deserters. The leadership of Olympias has lost its way. We demand the immediate dissolution of the peace treaty. Should you refuse us, the consequences will be decisive and severe. These nutjobs have Rowan? We shut down the broadcast immediately, of course, but the extremists have powerful communication jamming Spyrex. We were unable to determine the signal's origin. If only we had a little more to go on. Huh? What is it? That's the charm Rowan gave you. May I see it? Der alte Fuchs hat das gewusst, ne? Apparently it's enchanted by some sort of art. I'm sure the four could tell us more. Interesting. This art seems to emit a special pulse through earth and water, and it resonates with an opposing pulse transmitted through fire and wind. What? Rowan had another stone just like this. I'll have the four seek out the strongest point of resonance. That should be the midpoint between the two stones. Ah. Then the source of the other pulse should be equidistant from us in the opposite direction.
Midpoint acquired. Now we just need to pinpoint the equidistant location. That puts the source of the transmission near Labari Hollow. They're in Risa Maxia. Is this why Rowan gave Luger the stone in the first place? It's almost as if he knew he'd be abducted. Na klar. He's still okay, right? They're using him as a bargaining chip. They'd be fools to kill him. Phew! However, Rowan is still a key figure in the peace movement. They may be planning on disposing of him eventually. Now that you mention it, the Spurious Corporation has analyzed what would happen if Mr. Ilbert were killed. According to our projections, his death and the resulting backlash would ultimately advance the cause of international peace. What? That means... Könnte Rowan dann vorhaben, seinen eigenen Tod zu nutzen? Was? Rowan würde doch niemals auf derart verzweifelnde Maßnahmen zurückgreifen. What? No, you're right. Was zum Teufel? The extremist's hideout is in Labari Hollow. Wie kann ich denn Punkte bei Rowan gesammelt haben? Er hat doch nicht gehört, was ich gesagt habe. Was zum? Achso, er ist ja nicht da. Mein Gott, Elise ist beinahe Max. Na gut. Ist meine Katze zurückgekehrt? Yay! Geh weg. Nein. Was? Ja genau, den Stein wollte ich noch mal hier. Wind und was? Erde und Wasser oder wie? Keine Ahnung. Doch, warte. Nee, keine Ahnung. Ich würde irgendeine Theorie aufstellen, aber dann noch nicht. So, Labari-Kessel. Na, warte. Und bestimmt wieder ganz unten. Das Viech, das läuft ja immer noch da unten rum, ne? Rowan has to be around here somewhere. Let's leave no stone unturned. Das Viech ist immer noch da. Don't worry. We'll find you. Ich könnte mal versuchen, gegen das zu kämpfen gleich. Wenn ich noch Zeit habe. Aber naja. Suche Rowan. Ja, er ist wahrscheinlich direkt hier oben oder ganz unten. Oh mein Gott, ich frage mich, wo er sagt. Nein! Da war so ein Goldviech. Muss ich das nicht noch finden? Ne, Bronzeparcours, Gott sei Dank. Ja, macht's natürlich auch viel besser jetzt. Ey. Da war so ein Viech. Ein goldenes. Er hat viele Erfahrungspunkte uns so geben können. Verdammter Dreck. Ich muss aber ein Bronzeviech finden. Komischerweise. Ein Goldviech habe ich schon gefunden. Nein. Wahrscheinlich noch Gemüsesticks und so an, ne? Ah! Jetzt hört ihr auch zum ersten Mal das Kampfthema hier. Das neue. Geil, wa? Hört sich ein bisschen an wie das zweite Kampfthema aus Tales of the Abyss. Also das ist jetzt das, ich nehme an, dritte Kampfthema. Von den Nicht-Splitter-Dimensionen. Also wenn man allgemein normal kämpft. Gibt man ja als Splitter-Dimension-Kampfthema. Dann gibt es aber natürlich nur so ein normales Kampfthema hier. Was kommt, wenn man nicht in den Splitter-Dimensionen ist? Und da ist natürlich ein neues jetzt gekommen. Das hat man in den Aufnahmen, glaube ich, noch nicht gehört. Ich habe halt schon gehört, hier Beingen. Als ich die Suche hier nach diesen Bakura-Viechern hier gestartet habe. Anfang des Lieds klingt sowas von wie ein Zweitkampfthema aus Tales of the Abyss. Muss ich mal bei YouTube oder so googeln. Bei YouTube googeln. Mhm. Ist schon. Also auf jeden Fall irgendein Remix oder irgendwie sowas davon. I suppose some things don't change after a year. Oh, voll süß. Die Dinger sind noch an, okay. Du wirst doch jetzt nicht da in der Mitte sein, oder? Das wäre richtig doof.
weil da ist gerade ein bisschen blöd für mich hinzukommen. Nein, das war glaube ich nicht gut. Ah! Ja, hier runter, genau. Ich werde bestimmt nicht direkt da unten sein, oder? Da, du siehst verdächtig aus. Hey, what are you doing here? Was? Ja. Verdammt. Muss ja wohl. Wir haben sie ja nicht gefragt, wir haben ja einfach wild drauf losgeknüppelt. Nein! Und hier flüchten wir sowas von. Boah, ich finde diese drei unten recht richtig geil jetzt. So, du! Was zum Teufel, was habt ihr mit Rowan gemacht? Ich bringe euch um. How'd you find us? Why don't you ask the man on the ground? He clearly outwitted you. This old fool? Not bloody likely. Hey. Surrender! Ja. And stay back. Now. Und Mila greift trotzdem eiskalt an, ey. Weißt du, erst so schön zurückhaltend, aber Mila trotzdem so. Da sehe ich so aus und. Richtig geil. Ja. Okay, so kann man auch. How can you be so nonchalant about this? Wo kommst du auf einmal her? Als hätte er mitgekämpft. Rowan, thank goodness you're alive. I knew that you would eventually come and find me here. Did you know that you would be abducted? Unfortunately, yes. I considered it enough of a possibility that I should have an insurance policy. I needed something effective but inconspicuous, so I gave Luga a paired resonance stone as a safety measure. Whoa, good thinking there! We were able to take out the extremists' home base as a result. Always the tactician. Your plan really came together there. It was only possible because I knew I could rely on you. Rowan, there's something that you should know. We found those letters that you wrote. The wills. Yeah! You see these tears? We were afraid you might kick the bucket! Ah, so you ended up finding those. Dare I ask if you read them in their entirety? No, I was too scared to read past the very beginning. Then you missed the part where I asked you to assist Lady Dracel in restoring the six ruling houses. I believe the six houses are crucial to strengthening the bonds between Rajagol and Arjun. I have hidden multiple letters to other prominent figures in my residences in Kanbalar, as well as those in Finmont. They outline all of the steps that should be taken in order for the prosperity and future of Rize Maxia, as well as the peace process. I see. That way your mission could continue even without you. Not that I had any intention of dying, mind you. After all, there is still much I must do. I simply haven't the time to die. But at the same time, I understand that no one lives forever. Rowan. The thought of our bright future flickering out because I died with my plans half finished. To me, that would be a fate crueler than death itself. But this way. The hope of achieving international peace can survive even without you. Exactly. I have written such letters to a great number of people. And you are one of them, young miss. I never would have imagined that you'd come to me for something this important. Are you okay with this? Although, hey,
You know you can count on us. I want you to decide your own future, Elise. Yet as much as I hate to burden you with the fate of the country, we are good friends, and I could not help but ask. I'd be more than honored, Rowan. But knock off all this dying talk! You're bumming me out! Ich werde dafür sorgen, dass du auch nicht zustößt. Eure Haltung ist bewundernswert, aber euretwegen haben Elise und Drizelle sich Sorgen gemacht. Ach. Hallo? Wir sind Hauptcharakter. Wenn man jetzt nicht über diese eine Stelle hinwegsieht, wo ich euch alle umbringen wollte, dann werde ich dafür sorgen, dass ihr nicht sterbt. She seems to have been quite concerned about me. You are important to Chancellor Marcia, just like you're important to us. Yeah, you're totally buddies now. Oh, we are? I suppose that our relationship has evolved beyond the point of mere colleagues. Perhaps I should invite her out for dinner and apologize for putting her through all of this. Rowan's going on a date! Hey, not so fast. You better treat us all to dinner first. Something upscale should suffice. I have to pay for everything? May joys from afar beget joys close to the hearth, and carry those joys far afield. She's got you there, Rowan. I accept defeat. Tonight will be my treat. Woohoo! Hooray! It's just like they say. For the act of spreading joy is the greatest joy of all. Someday I'll take you to dinner. You deserve a reward for all your hard work too. I'm looking forward to it already. Sehr schön. Wand der Ewigkeit und zurück. Rowans Kapitel 4 abgeschlossen. Freundschaft zu Rowan wächst. Zeigestab erhalten. Okay. Gehen wir mal zu unserem gewohnten Sitz Triglyph. Ich habe kein Geld bekommen, verdammt. Und ja, ich habe es mir gedacht. In manchen Kulturen ist es unhöflich, jemanden zu zeigen. Andere wiederum finden das praktisch. Mit Geschick und Intelligenz. Er könnte ja gar nicht so schlecht sein. Ich will aber nicht mit mal rumlaufen. Oh Mann. Wow, was? Okay. Lass mal das. So, wer sieht denn hier alles noch so gut aus hier? Rowan könnte ich vielleicht noch zwei. Ich habe ja ganz viele Tränke hier. Könnte ich ja einigen geben. Ich weiß auch nicht, was noch alles passiert ist, storymäßig. Ob ich noch viele Chancen habe. Ich könnte ja mal einige hier verballern. Zehn Stück habe ich, okay. Ja, machen wir aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Ich mache jetzt hier einen Schnitt und vielleicht werden wir in der nächsten Folge ein bisschen pokern. Und dieses ein letzte Elite-Viech, ja, ne? Habe ich eigentlich nur Elite-Viecher? Nur noch den, verdammt! Na gut, würde ich sagen, ich mache in der nächsten Folge entweder einen kleinen Pokerabend oder wir kämpfen gegen das Elite-Viech. Mal gucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielleicht bei Tales of Zelda 2. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.